Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, ein sehr bemerkenswertes Jahr geht zu Ende. Begonnen hat es mit der Fortsetzung der Corona-Krise und ab 24. Februar mussten wir feststellen, wir haben Krieg mitten in Europa. Die eine Krise folgt der anderen. Das hat uns alle in enormem Maße beeinträchtigt. Tausende von ukrainischen Flüchtlingen sind zu uns hier in den Kreis Mettmann gekommen. Wir haben versucht, gemeinsam mit den Städten sie menschenwürdig unterzubringen, zu empfangen und auch zu betreuen. Und trotz dieser beiden Krisen gibt es auch positive Nachrichten im abgelaufenen Jahr. Unsere Wirtschaft ist ausgesprochen stabil. Unsere Arbeitslosenzahlen relativ konstant. Der Kreis Mettmann ist nach wie vor der wirtschaftsstärkste Kreis in ganz Nordrhein-Westfalen. Und auch wir selber haben einiges auf den Weg gebracht. Im Bereich Tourismus und Kultur haben wir uns gefreut, wieder Veranstaltungen anbieten zu können, an denen viele von Ihnen teilgenommen haben. Die Tatorte Neanderland Art, die Neanderland Wanderwoche und zuletzt auch die Eröffnung des Erlebnisturms Höhlenblick im Neandertal, das waren die Highlights im Jahre 2022 und sie haben uns alle wieder zueinander gebracht und wir konnten wieder etwas gemeinsam erleben. Ebenso wichtig war der Bereich Klimaschutz. Die Klimaschutzwoche, die neue Staffel Öko-Profit, wo Unternehmen also ihre Betriebsabläufe verbessern und letztlich auch unsere PVA-Stecker-Förderprogramm-Situation, die nach 20 Minuten ausverkauft war, das waren wichtige Meilensteine im Bereich des Klimaschutzes. Und insofern werden wir auch im nächsten Jahr neben der Bewältigung der Krise weitermachen, um Angebote, Dienstleistungen und all das, was Sie vom Kreis Mettmann gewohnt sind, auch weiterhin in der gewohnten Qualität aufrechtzuerhalten. Ihnen und Ihren Familien wünsche ich gesegnete Weihnachten, etwas Zeit und Muße zwischen den Jahren und ein gesundes, erfolgreiches und erfülltes Jahr 2023.